So Leute, voll der bassige Hintergrund hier. Beim letzten Mal hatte ich wieder so eine richtige schöne Pistphase. 35, 36, beide. Ah! So, 37 wird hoffentlich besser, weil 7, Glückszahl und so. Gilt als offizielle Glückszahl, in meinem Fall eher nicht, aber egal. Und weil ich euch jetzt einfach mal hier das wunderschöne Extraherz zeigen möchte, benutze ich es einfach mal. Oder benutze ich es? Benutze ich es nicht? Will ich es benutzen? Will ich es nicht benutzen? Benutze es mal bei dem heutigen Skill. So. Kurzer Denkfehler. Bei dem heutigen Skill möchte ich es einfach mal haben, weil Kong-Level, es ist zwar nicht so schwer, aber das extra Herz kann einem hier helfen. Wenn ich mich entsinne. Und, ja, ich weiß, ich war Pussy-Taktik. Also ich muss mich jetzt nochmal motivieren für den Rest des Spiels, beziehungsweise ich motiviere mich dadurch, indem ich sage, wenn ich durch bin, kommt bald das nächste Spiel, was richtig grandios wird. Zwar ist Donkey Kong Country Returns ja ein tolles Spiel, allerdings muss man doch durchaus sagen, dass es sehr viele weitere schönere Spiele gibt auf dieser Welt, die jetzt als nächstes kommen werden. Ihr seid scheiße vom Timing her, möchte ich mal kurz anmerken. Ja, so zum Beispiel. Ich frag mich gerade, inwiefern das hält. So. Also die Puzzleteile sind hier kein Problem, das weiß ich. Also inwiefern das extra Herz hält. Weil es könnte ja sein, dass das extra Herz danach einfach weg ist, wenn ich jetzt einmal sterbe. Das wäre natürlich doof. Bäh. Man muss immer alle Bananenmünzen sammeln, das ist der Trick dabei. Dann bekommt man nämlich das Puzzleteil und es geht weiter. Und jetzt fangen die lustigen Stellen an. So zum Beispiel. Ja, so zum Beispiel. Indem man einfach stirbt. Jetzt werden wir sehen, ob wir unser drittes Herz noch haben. Haben wir es noch? Wir haben es noch. Das ist nett, weil so macht man es sich ein bisschen einfacher. Weil dann haben wir quasi einen Free-Hit, wenn man so möchte. Auch wenn es kein wirklicher Free-Hit ist und man ihn auch einfach verschwenden kann am Anfang. Bei so banalen Sachen wie diesen hier. So, und am besten auch noch in den Gegner, also, ja, auf die Plattform hinterher am besten noch drauf springen. Nicht daneben. Das ist so ein Tipp von mir, der funktioniert meist ganz gut. Hier muss man sich ein bisschen beeilen, sonst könnte es ein bisschen eng werden, aber das ist tatsächlich noch nicht schwer. Ich finde es auch lustig, dass diese fünf Symbole am Anfang alle nachher nochmal auftauchen, wenn man weiter ist. Also quasi jeder Abschnitt ist so symbolisiert. So, das ist noch ganz simpel, wenn man einmal oben ist. Muss halt ein bisschen Skill beweisen, der bei mir eigentlich nicht vorhanden ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich es geschafft habe. Hier, das ist jetzt ein bisschen doof, weil man hier teilweise nicht springen kann und muss den Dingern ausweichen. Und deswegen bin ich ganz froh um das Extraherz, weil das kann hier nicht schaden. Das hätte auch in die Hose gehen können. Das war mehr knapp als gewollt. So, und hopp, hopp, und haben wir's? Sehr schön, wir haben's. Bevor ich jetzt da reinschwinge, kurz am Auge kratzen. Ah, letzte Prüfung, wenn ich mich nicht täusche. Letzte Affenprüfung. Leicht eklig kann die werden, weil die teilweise vom Timing her ein bisschen widerlich ist. Hier ist es wichtig, dass man vom Timing her die Bananenmünzen bekommt. Ansonsten, darf man nämlich den jeweiligen Abschnitt nochmal machen, wenn ich mich nicht täusche. Weil hier kommen jetzt netterweise immer wieder abwechselnd diese wunderbaren. Das war knapp. Die wunderbaren Stachelnkugeln, die einem auf den Sack gehen können. Weil sie richtig eklig platziert sein können. Hier zum Beispiel muss man halt wirklich im richtigen Zeitpunkt springen. Und Verwunderbarkeitszeit ausnutzen und BÄM! Haben wir's? Yes, wir haben's! Extra Herz sei Dank. Ansonsten wäre ich jetzt tot gewesen. Haha. Und wir haben sie alle. Wuhu! Gonna catch them all! Und so. Boing, bling. Bock, 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 bock. Juhu. Sehr schön. Wir haben damit alle Perlen gesammelt. Was diese Perlen bewirken, werden wir aber wann anders sehen. Jetzt seht ihr, was ich meine. Es ist nicht so schwer, das Kong-Level. Man muss halt immer wieder alles machen, was ein bisschen anstrengend sein kann. Aber jetzt haben wir tatsächlich alle Kong-Level geschafft. Alle K-Level. Und dürfen uns jetzt an den großen Bosswagen. Und zwar 8B, großer Tiki macht Terror. Vielleicht schaffen wir das sogar noch in dem Part. Das wäre sehr, sehr episch. Ansonsten muss ich schauen, wie ich es genau regle. Immerhin wollte ich jetzt hier nicht ewig aufnehmen. Ja, vor allem mit dem heutigen Skill nicht.
Da wäre das dritte Herz jetzt auch nicht verkehrt gewesen, aber komm ehrlich, den Final Boss kann man nicht einfach mit hier drei Herzen machen. Da muss man schon den Hardcore-Mode fahren. Hallo, großer Tiki, wie geht's dir so? Sieht ein bisschen gefräßig aus, der Gute. Didi, komm mit. Und was kann's anders sein als ein Raketenlevel? Und zwar eins der Art, wie wir sie auch schon in Welt 7 hatten. Und glaubt mir, ich werde verkacken. Und zwar mehr als einmal auf dem Weg nach oben. Denn der Anfang dieses Levels ist richtig widerlich. Der Bossfight selber kommt später erst. Also das ist jetzt erstmal nur der Weg zum Boss, wenn man so möchte. Wobei der auch schon ein bisschen widerlich sein kann. Durchstarten. Wow. Jetzt zurückfallen lassen, weil sonst sehe ich nicht, wo ich hinfliege. Das ist auch wieder so ein bisschen Trial and Error, weil du dir nach und nach dieses Level so ein bisschen einprägst. Das ist jetzt anfangs natürlich nicht der Fall. Da fällt man dann nochmal, weil man auf einmal irgendwie ein Hindernis von der Seite hat, reinkommt, wo man halt beschleunigen muss. Und dann muss man wieder langsamer machen, dass man nicht gegen den nächsten Hindernis dagegen fliegt. Also manchmal ein bisschen von der Kombination anstrengend. Hier zum Beispiel muss man sich ein bisschen anstrengen. Ach genau, die lenken einem so ein bisschen hinterher, ne? Ich meine, da war was. Was natürlich sehr eklig werden... Boah! Das war knapp. Was ein bisschen eklig werden kann, wenn man nicht gut aufpasst. Muss man so ein bisschen durchtricksen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch geht hier. Ich hoffe nicht so lang. Hier gibt es natürlich auch wieder, wie... Für ein Boss-Level typisch! Keine, wer heißt's? Keine Puzzleteile. Oh, perfekt. Wir haben es geschafft. Sogar halbwegs schnell. Das ist aber cool gewesen. Die Musik ist außerdem geil. Jetzt bin ich etwas Herzklopfen hier. Bomb. Nom 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 nom. Lecker Hafe. Bonk. Nee, ich will es nicht überspringen. Habe ich jetzt in L gedrückt, deswegen. Jetzt haben wir wieder so komischen Sound. Ich verstehe gar nicht, warum. Hatten wir schon in der Intro-Szene, deswegen. Ich habe keine Ahnung, warum wir so seltsamen, hohlklingenden Sound haben. Hallo, großer Tiki. Na, wie geht's so? Alles fit bei dir! Schmeißen die mit Bananen ab. Das ist ja sehr freundlich hier, ne? Bisschen seltsam abspacken und Bananensaft. Und begießt dann mit seinen Tikis. Nom nom nom. Sabba, sabba, sabba. Sie werden zu gelben Klumpen. Goldgelbe Klümpchen. Das ist nicht toll. Und er hat neue Hände. Also neue, er hatte jetzt erstmals Hände wahrscheinlich. Und, ja. Was er damit tun wird, sind wir jetzt. Ah, wir haben wieder einen gescheiten Sound, das ist schön. Nein. Ich muss mich jetzt wieder daran gewöhnen, was er genau macht bei dem Bossfight. Also, ich weiß noch vom Prinzip her, dass man ihm auf die Hände sprengen muss. Nein, nein, ja! Das kann ein bisschen eklig werden, weil er manchmal ein bisschen unfair handelt. Hi! So, ich weiß nicht, was da beklemmend ist, ob man erst die eine Hand oder dann die andere Hand kaputt machen soll oder ob es besser ist, erst beide zu schwächen. Nein, da möchte ich nicht rein, wenn ich ehrlich bin. So, die Attacke ist allgemein, er hat wunderschön miese Attacken und ich will, außerdem wollte ich noch sagen, willkommen zum Bossfight, zum Finalen. So, jede Hand hält einen Treffer aus, den zweiten Treffer macht sie kaputt. Es ist nur noch eine davon. Das ist nicht nett von ihm. Das war knapp. Jetzt wollte ich schon drauf zulaufen, weil ich dachte, er macht hier diesen wunderschönen Side-Move. Den macht er jetzt. Vielleicht kriegen wir es sogar halbwegs schnell hin, das wäre cool. Komm, mach keinen Scheiß, mach einen coolen Move. Aha. Nein. So, kaputt. Hand kaputt. Zweite Phase. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Damit habe ich es verschrien und das wird erstmal scheitern. Ich sehe es schon kommen. Na, wie geht's so? Big Tiki.
So, einmal getroffen, das ist gut so. Ich glaube, wir müssen ihn dreimal treffen, war das nicht so? Igitt. Muss hier so ein bisschen ausweichen, was leicht anstrengend sein kann. Er sieht ein bisschen strange aus, finde ich, wenn er keine Hände mehr hat. Er sieht aus wie so eine riesige... Ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Irgendwas. Aktuell will ich ihn... Ich würde ihn gerne treffen, aber... Ich bin gerade verletzt worden und danach wieder geheilt. Auch interessant. Stimmt, das Herz darf man nicht nehmen, solange es brennt. Ansonsten tut das weh. So. So, zweimal getroffen. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn treffen muss. Das ist ein bisschen blöd. Ansonsten könnte ich ja sagen, wir haben so und so viel Drittel. Oder so und so viel Viertel. Und wir haben zwei irgendwas. Das war wieder timingtechnisch die ganz hoch 20. Na, da hätte ich ein bisschen schneller sein müssen. Das war nicht so ganz passend. Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht so viel reden werde. Das war's schon? Ich wollte mich konzentrieren. Das war jetzt doch einfacher als erwartet. Ich habe das schon Leute gesehen, die haben sich da einen halben... Sie haben da irgendwie drei Parts für gebraucht und naja, egal. Wir fliegen zum Mond und werden hier scheiß Ton. Yay! Hä? Oh, guck mal, der Mond! Majora's Mask confirmed! Majora's Mask 3D. Natürlich. Bonk. Au. Kopfschmerzen für den armen Turm. Die ganze Insel wird eingedrückt. Donkey, musst du auch immer gleich übertreiben. Yay, wir haben ihn befreit. Den Insel. Kennt man doch. Wieder gescheiten Sound für den Abspann. Bildergalerie aktualisiert, Musikgalerie aktualisiert, Dioram, ich konnte gar nicht so schnell lesen, dankeschön. Ich glaube, der Sound ist wieder gescheit. Yay! Damit sind wir beim, Abspann angekommen. Abspann, Blödsinn, bei Credits. Aber Leute, bevor ihr jetzt irgendwas macht, möchte ich euch sagen, es geht noch weiter, denn es kommt noch was. Aber das ist am Ende des Abspanns. Jetzt erstmal mein Fazit soweit. Ich hätte nicht erwartet, dass wir in dem Part sowohl das Kaleverse als auch den Boss schaffen. Ich hätte den Boss schwerer in Erinnerung, wir hatten aber, glaube ich, auch ein bisschen Glück im Ganzen. Ich habe das letzte Mal, was ich gesehen habe, da hat, glaube ich, teilweise einen ganzen Part für den Boss gebraucht, also nur für den Boss jetzt spezifisch. Was ich jetzt gar nicht gezeigt habe, ist, wenn man es schafft, oben anzukommen, fängt man halt immer wieder oben beim Boss an direkt, das heißt direkt beim Kampf. Aber ich glaube, ohne Diddy dafür. Wie dem auch sei, wir haben es auf jeden Fall gepackt. Wir haben quasi die Hauptstory von Donkey Kong Country Returns 3D durchgespielt. Aber es kommt noch eine Kleinigkeit. Wie gesagt, das dementsprechend in den nächsten Parts dann. Mal schauen, wie viele Parts wir noch genau brauchen werden. Wir haben jetzt 37, ist das jetzt, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wir haben noch drei Parts bis zu 40. Mal sehen, ob wir es bis 40 schaffen. Das wäre voll cool, weil ohne Zahl, ich mag ohne Zahlen. Und, jo, ganz genau. Wir sind gut dabei. Das ging jetzt zum Schluss, wie gesagt, schneller als erwartet. Ich war ein bisschen pissed am Schluss. Das nimmt euch nicht so zu Herzen. Es war halt so ein bisschen dieser Gedanke, ich will jetzt das nächste Projekt starten und Frustrationsfaktor und alles auf einmal. Das Spiel ist trotzdem toll. Ich kann es, wie gesagt, nur weiterempfehlen. Ich sollte mal meine Fazit, das ist Plural von Fazit, ich weiß es nicht. Mein Fazit sollte mal ein bisschen ausgefallener sein. Also die Musik ist wieder Nintendo-like absolut grandioser Seed. Und Donkey Kong sowieso ein wunderschöner Soundtrack, wobei die Bosse teilweise echt fordernd sind. Das kann man bei manchen Zelda-Spielen echt nicht sagen. Es ist schwieriger als Mario bei weitem. Und wenn ihr euch mal ein bisschen herausfordern wollt, dann spielt es auch mal. Wenn ihr auf mehr Level steht, dann holt euch die 3DS-Version. Und wenn ihr auf bessere Optik steht, dann holt euch die Wii-Version. Was genau der Unterschied von wegen Level ist, seht ihr dann in den nächsten Parts. Denn da kommt noch eine Kleinigkeit dazu, die 3D-Version exklusiv sind. Die will ich auf jeden Fall noch zeigen. Und genau. Bin gespannt, wie das alles laufen wird. Dann werden wir nämlich auch sehen, was es mit den wunderbaren Perlen auf sich hat, die wir in den ganzen K-Level gesammelt haben. Und ansonsten muss ich sagen, Retro Studios hat grandiose Arbeit geleistet, nachdem ja Ewigkeiten nach den ersten drei Donkey Kong-Teilen
Donkey Kong Country Teil nichts mehr kam, haben sie grandiose Arbeit geleistet und es wunderbar geremaked. Also nicht remaked, das ist ja ein neues Spiel. Haben quasi eine schöne Neuauflage, eine schöne Wiedergeburt von Donkey Kong geschafft, wenn man so möchte. Und haben das mit Tropical Freeze sogar fortgesetzt. Was allerdings auch noch kommen wird als Let's Play, aber erst ein bisschen später. Wir wollen erstmal andere Sachen machen. Aktuell habe ich ein anderes Projekt schon in den Startlöchern, abgesehen von Skyward Sword. Dieses wird nach Soul Silver starten und nach Donkey Kong kommt ja bekanntermaßen Pokémon Skyward Sword, genau! Das ist es! Nein, Zelda Skyward Sword. Ein Spiel, worauf einige schon meinten, freuen sie sich wirklich drauf. Ich freue mich persönlich auch drauf. Mein zweites Spiel, also direkt nach Majora's Mask, kommt ja Skyward Sword gepaart so ein bisschen mit Ocarina of Time. Und deswegen freue ich mich unglaublich drauf, weil das Spiel echt grandios ist. Und ich bin gespannt, was ihr dann davon halten werdet. Jetzt aber, wie gesagt, bleibt noch dran. Denn kommt noch was in den kommenden Tagen. Es sind noch 3 Parts safe, kann ich ehrlich sagen. Nintendo and Monster Games are the authors of the software. Ja. Danke Nintendo für dieses wunderschöne Spiel und natürlich Retro Studios. Und wir haben wieder eine wunderschöne Musik. Yay. Bonk. Oh mein Gott. Was könnte das so sein? Leute, was ist das? Sehen wir beim nächsten Mal. Goldener Tempel wurde enthüllt. Wir werden sehen, was es ist. Beim nächsten Mal bei Donkey Kong Country Returns 3D. Da sieht es doch mal. Ist das nicht toll? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ne? Bleibt dran und bis dahin.